Privet aus Kaliningrad. Ich bin auf dem Weg in mein Office, um dort ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Und danach laufe ich in die Stadt. Seitdem meine Mutter sich in Kaliningrad befindet, hat sich die Struktur meines Arbeitstages komplett geändert. Und das hat Auswirkungen. Sicherlich haben Sie in den letzten Wochen bemerkt, dass meine Videobeiträge erheblich weniger geworden sind und ich auch erheblich seltener persönlich vor der Kamera stehe. Ja, das hat seinen Grund. Früher, also noch vor einem Jahr, habe ich nur in meinem Hauptoffice gearbeitet. Haupt- und einzigem Office gearbeitet. Dort stand ein ausreichend großer Computer und es war auch ausreichend Zeit vorhanden, um alles zu erledigen. Aber dann kamen die Veränderungen. Frieda kam nach Kaliningrad und den Löwenanteil meiner Zeit verbringe ich jetzt in der Wohnung meiner Mutter, um ständig für sie da zu sein, falls es notwendig ist. Damit aber auch dort die Arbeit vernünftig vonstatten geht, habe ich meinen Notebook, meinen Laptop dort hingebracht und sitze nun unter denkbar primitiven Bedingungen am Wohnzimmertisch meiner Mutter. Den Laptop habe ich, wenn ich mich nicht irre, vor 5 Jahren gekauft. Ja, die Technikspezialisten werden jetzt lachen, aber ich brauche ihn eigentlich nicht. Ich brauche ihn nur, wenn ich nach Deutschland fahre, um dort irgendwie ein bisschen arbeiten zu können. Jetzt fahre ich nicht mehr nach Deutschland. Jetzt steht er bei meiner Mutter in der Wohnung und stellt sich heraus, dass dieser Laptop für die wirkliche Bearbeitung von Videos überhaupt nicht geeignet ist. Ein paar Briefe schreiben, ein paar Zeitungen lesen, ja, aber für Videoproduktion nicht möglich. Und dadurch wird die Zeit insgesamt knapp und die Videos werden weniger. Und da ein Elend selten alleine kommt, macht jetzt auch noch der große Computer langsam, aber sicher schlapp. Es ist eine Frage der Zeit, bis er seinen Geist aufgibt. Ja, und seit 3 Wochen, vielleicht auch schon 4 Wochen, beschäftige ich mich nur mit der Frage, welchen oder was für einen Computer brauche ich denn jetzt? Bin zu dem Schluss gekommen, ich brauche weiterhin einen Laptop und ich brauche weiterhin einen großen Computer. Aber welchen? Ein vernünftiger Laptop, der den Anforderungen für Videoverarbeitung entspricht, kostet in Kaliningrad zwischen 170.000, sagen wir rund 200.000 Rubel, also 2.000 Euro. Dann, so meinten die Verkäufer und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, hätte ich für die nächsten 3-4 Jahre Ruhe. Andere wiederum meinten, wenn du schon so viel Geld ausgeben willst oder musst, dann kauf gleich was Vernünftiges. Kauf dir so ein Gerät mit diesem angeknabberten Apfel. Dann hast du wirklich Ruhe, dann hast du das Beste, was auf dem Markt ist. Ja, da wir selber in Russland noch keine eigene, wirklich Top-Computerindustrie haben, habe ich mich nun entschlossen, in die Stadt zu gehen und zu gucken, was das Ganze kostet. Es ist etwas teurer, das weiß ich schon, und was es denn überhaupt gibt. Ja, und wenn Sie wollen,
können Sie mich bei meiner Aufklärung in den Geschäften begleiten. So, die Arbeiten im Office sind erledigt und jetzt geht's in die Stadt. Ja, auf geht's! Früher bin ich die Strecke bis zum Stadtzentrum und weiter immer zu Fuß gelaufen. Kein Problem, bisschen physische Ertüchtigung. Aber mit 69 plus und einigen Knieproblemen ziehe ich jetzt doch schon den Bus vor. Beratung, halbe Stunde, hat sich viel Zeit genommen, alles prima, alles bestens, alles kein Problem. Wenn ich Laptop haben will, den kann ich im Prinzip gleich mitnehmen, egal in welcher Konfiguration. Wenn ich aber einen iMac haben will, da muss ich lange warten. 3 bis 5 Tage, hat mir der Konsultant gesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in der DDR 10 bis 15 Jahre auf einen Trabant warten mussten. Ja, und die Preise für den wirklich leistungsfähigen Laptop liegt bei ungefähr 160 bis 200.000 und für den iMac ebenfalls so um die 200.000. Ich sagte, nehmen Sie 400.000 Rubel in die Hand und Sie sind komplett neu ausgestattet. Also 4.000 Euro. Aber als misstrauischer Mensch mache ich mich natürlich noch in einem zweiten Shop kundig. Und das ist der wesentlich größere. Hier war ja nur ein iRoom, kleiner Beratungsraum. Und ich gehe jetzt in das Europacenter, wo der große Shop sein soll. Und lass mich da nochmal beraten. Ja, jetzt bleibt nur noch zu überlegen, für was ich mich entscheide. Wahrscheinlich für den Laptop, der in der Konfiguration, wie ich ihn brauche, 2.500 Euro kostet. Das ist genau die Summe, die Sie mir, meine Sponsoren, in den letzten 3 Jahren für meine Arbeit gesponsert haben.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Навсегда мы спутница всех тех, кто будет после тебя. Tschüss und Baka aus der Blockadestadt Kaliningrad.